Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Priorsbittel. Ja, mittlerweile die fünfte Folge und der Melf ist natürlich dabei. Ja, natürlich, wer denn sonst? Ja, und wir werden gerade nachkommentieren, einfach, weil wir ziemlich lange aufgenommen haben. Wir haben über eine Stunde aufgenommen und ja, damit meine Festplatte halt nicht zugemüllt wird. Also mit Fraps ist das doch schon eine harte Nummer dann. Deswegen nehme ich mit OBS auf. Tja. Ja, aber das Problem nicht. Da kommt mir so vor, dass die Tonquali, wenn du mit jemand anderen aufnimmst, einfach kacke ist. Dann kommt verbessert so man vor. Sie danach, aber ist egal. Ja, ich habe mal mit jemand anderes aufgenommen in Minecraft und bei dem höre ich mich an, als ob ich in der Büchse rede. Ohne Mist. Oh, cool. Ja, ist halt nicht so geil, aber auf jeden Fall, wir haben ziemlich lange aufgenommen, wir haben uns am Anfang gesplittet. Und zwar, der Maeve ist ins Blaue gegangen, ins Rote gegangen und hat da überall mal auf den Markt geguckt. Genau. Und er hat sich was Schönes gekauft. Und oh, ich habe mir das richtig gegönnt. Hier, ich blätter euch das auch mal ein. Der Maeve hat das für mich aufgenommen. Und zwar hat er sich eine 10er Glocke plus 9 gekauft. Für 800k, ne? Mhm. Also, das ist auf jeden Fall ein Schnäppchen gewesen. Und damit können wir eine ganze Menge machen. Ja, jetzt können wir richtig fleißig farmen, denn ich mache jetzt genauso viel Damage wie der gute Fossiline. Genau, aber haut viel schneller als ich. Ja. Muss man auch dazu sagen. 32 Angriffsspeed hat die gute Glocke. Und meiner Meinung nach die schnellste Glocke oder die schnellste Waffe in ganz DE. Aber ihr könnt ja mal nachgucken, ich weiß es nämlich nicht genau. Stimmt. Oh. Guckt das mal nach und schreibt es mal in die Kommentare, da würde mich interessieren. Ja. Neben der Glocke hat er aber auch noch nach FBs geguckt. Ich glaube, HDD-FBs waren da nicht bei, oder? Nee, die sind viel zu teuer. 400k oder so, das ist dann doof. Ja, aber er hat ein bisschen was Hinterhalt gefunden und so, da blende ich euch dann natürlich auch ein. Und ja, hab dann am Ende der Folge auch noch ein FB gelesen, aber das werdet ihr ja dann sehen. Und ja, dementsprechend haben wir dann so gefarmt. Ich bin direkt an die Mädchensteine gegangen. 25er Mädchen, alles gar kein Problem. So, alles gar kein Problem. Währenddessen habe ich nach den Sachen geguckt im Roten Reich und habe nochmal versucht, ein VMS zu droppen. Aber dieser Nayo war auch unterwegs, aber ich glaube, das hat die sich abgeguckt. Das ist ziemlich wahrscheinlich, weil wir haben so das Gefühl, dass die anderen beiden gucken, was machen die so, und dann richten die sich danach und machen dasselbe. Genau. Kommt mir so vor. Das Problem ist einfach, ich glaube, wir sind bei Farmen viel effektiver. Wir verkaufen viel mehr Sachen. Das Problem ist, dass die mit so einem Lucky Punch einfach ja, komplett genau. Unsere komplette Arbeit zunichte machen eigentlich. Ich habe so zwei Shops voll gehabt die letzten zwei Tage. Zwei Shops voll, ne? Und wir haben 13k eingenommen. Und die machen dann so, ach, jetzt habe ich hier Monster plus 4 und da machen Aura FB. Genau. Das ist halt unglaublich. Ich glaube, das ist so der Kevin-Bonus, ne? Ja, das ist der Kevin-Bonus, ja. Man sagt ja immer, die Dummen haben Glück. Ich Glück ist mit den sagen, Dummen. Dass, so heißt das. Genau so. Ich will jetzt nicht sagen, dass Kevin dumm ist oder so. Das vielleicht macht es ja der Name. Vielleicht der Name, ja. So der Namensbonus oder so. Genau. Nee, aber auf jeden Fall, wir haben halt wirklich viel gefarmt und viele Sachen besorgt und so weiter, haben uns wirklich Gedanken gemacht und die anderen beiden, ja, bei 25er-Meeting gehauen, Mob plus 4. In der ersten Folge Aura, verzauberte Klinge. Ja, das ist dann schon so ein bisschen hart, aber so ist das Battle halt, ne? Genau. Also wäre es anders, dann wäre es ja langweilig. Deswegen haben wir uns jetzt auch eine nette Taktik überlegt, die wir aber jetzt noch nicht verraten, denn sonst weiß das andere Team die ja schon. Freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge, das wird sehr interessant. Ja, da werden wir uns auch wieder splitten, das darf man schon verraten. Ganz genau. Aber mehr werden wir nicht verraten, denn das wird ziemlich interessant. Schaut auf jeden Fall bei May vorbei. Wir planen gerade auch schon die nächste Aufnahme-Session, sage ich mal. Das ist jetzt alles ziemlich zeitintensiv. Also ihr hört ja gerade eine Folge, die ich jetzt auf 7 Minuten zusammengeschnitten habe. Über eine Stunde Aufnahme. Das ist schon ein bisschen hart, aber es macht verdammt viel Spaß. Es macht so Laune in dieses Battle, das ist so geil. Also, ich glaube, würden wir nicht immer Probleme haben mit den Aufnahmeterminen finden. Ich glaube, wir wären jetzt schon Level 50 oder so und hätten für einen Monat voraufgenommen. Locker. Ja. Das aber ist halt meine so Leute wissen ja auch, ja, ich bin momentan im Umzugsstress, deshalb, ich habe wenig Zeit momentan. Ja, das ist das Problem. Also wir müssen auf jeden Fall im Voraus aufnehmen jetzt die nächsten Tage oder den nächsten Tag. Einfach weil Maeve halt umzieht und deswegen müssen wir halt auch gucken,
wie wir das dann demnächst machen. Wir haben schon überlegt, okay, vielleicht kann es sein, dass wir eine Woche dann halt getrennt voneinander aufnehmen. Wir haben eine feste Zeit und die dürfen wir dann aufnehmen, dann halt für die Folgen. Da müssen wir aber gucken, dass wir keine Challenges in der Zeit machen, genau. Weil sonst wird das halt keinen Sinn machen. So. Wo wir gerade beim Thema sind mit Challenges, ja? Ich habe jetzt mal alle Kommentare von allen Videos, von allen Kanälen mal durchgeguckt und mal die Challenges rausgeschrieben, die ich so interessant fand. Und lies vor. Ja, wir haben also erst den ersten Boss-Kill, den finde ich gut. Dann haben wir das erste Item plus 9 Appen, nicht kaufen. Eine Waffe mit über 30 DSS droppen. Oder switchen. Können wir mal gucken, was wir machen. Die erste PM droppen. Das finde ich auch ziemlich geil eigentlich. Aber PM ist ja, wir haben ja schon, wer das erste Pony hat, ne? Ja, das, dann können wir das so verbinden vielleicht. Wer als erstes die ja, das Pony eine, macht. Das eine ist ja eigentlich so das andere, so schon, weißt du? Ja, genau. Dann haben wir, wer als erstes sein ganzes Equipment plus 7 hat. Das finde ich auch interessant, weil eigentlich braucht man es nicht und trotzdem ist es dann so eine Challenge, wer als erstes sein Equipment plus 7 hat. Das heißt, alles plus 7? Ja, selbst die scheiß Ohrringe, die du gar nicht brauchst. Oder selbst das Armband. Oha. Finde ich gut, dann brauchen wir übrigens Biangan Plus, aber psch, das hat keiner gehört. So. Dann haben wir noch die Duelle. Es haben sich so viele Duelle gewünscht, ne? Duelle mit Level 25, 30, 35 und so weiter. Und dann müssten wir gucken, vielleicht bequatschen wir nochmal, ob wir da irgendwie eine. Was damit machen, irgendwie wer gewählt und so. Ja, also ich denke aber mit den Level, da müssen wir dann halt gucken, weil wir sind halt in verschiedenen Leveln, da würde ich sagen, wenn der Letzte das Level erreicht hat, dann machen wir das Duell. So. Genau. Das würde ich vorschlagen. Und ja, ansonsten sprach Mungo. Lalalala. Okay. die Aufnahmen neigen sich gerade zum Ende zu. Wenn ihr neue Challenges habt, dann schreibt ihr einfach mal unten in die Videobeschreibung. Genau. Die Strawpoll-Link machen wir auch in die Videobeschreibung, oder? Das können wir machen, ja. Dann könnt ihr einfach mal abstimmen, wenn ihr wollt. Und dann würde ich sagen, den Link zu May findet ihr in der Videobeschreibung. Genauso wie so zu Sanayo. Alter, was ist denn los jetzt gerade? Zu Sanayo, meine Freunde. Ja, das war's dann von uns. Wir sind raus. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüssi.